Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Witcher 2. Ich habe zwischen den letzten beiden Folgen ein bisschen paar Sachen verkauft, ein bisschen Poker, also Würfelpoker gespielt, ein bisschen Armdrücken gemacht und so weiter. Einfach mal ein bisschen Geld hinzuverdient, des Weiteren einige Getränke wiederhergestellt und generell ein paar Sachen. Unter anderem auch ein neues, mir was komisch war, ich hatte mein Stahlschwert, hatte ich gar nicht mehr. Ich hatte zwar eins auf dem Rücken, aber ausgerüstet hatte ich irgendwie keins. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder so. Aber ich habe mir dann bei diesem mysteriösen Händler das Schmuckstück hier gekauft, dann noch eine Rune der Sonne. Das bringt bloß plus 5% Schaden draufgepackt und ja. Ansonsten jede Menge Tränke und Sachen verkauft. Das war's auch schon. Gut, dann schauen wir uns doch mal hier weiter um. Bevor ich dahin gehe, geht's erst hier oben lang. Ich will ja nichts verpassen. Wer wohnt denn hier? Eine verschlossene Tür wartet hier auf mich. Das bringt mir nichts. Ihr seid alle sehr gesprächig. Thorak. Wer bist du denn? Was hast du denn zu verkaufen, mein Kleiner? Ah, Silbererz, das ist gut. Und eine Jägerrüstung. Aber da ist meine schon ein bisschen besser. Wow, die könnte ich aber ganz schön oft herstellen. Die wäre schön leicht herzustellen. Das ist praktisch. Aber... Ich brauche noch unbedingt dieses Silbererz. Aber naja, ich weiß nicht, wovon ich das machen soll. Das Problem ist momentan mein Gewicht. Das ist echt nervig langsam. Ich muss einfach mal wieder ein bisschen loswerden. Ja, schmerzt, aber ein bisschen Leder verkaufen. Oh, okay, ja, jetzt sieht es schon besser mit dem Gewicht aus. Und Silbererz. Gut. Dann gehen wir hier wieder rein. Aha. Was gibt's denn hier? Was drücke ich denn? Ach ja, genau. Schlüssel erforderlich. Ja, das... Muss ich mir merken? Vielleicht gibt's ja irgendwas später noch was zu holen. Ach, das kann ich nur ausmachen, das Licht. Das will ich aber gar nicht. Wozu auch? Und ich muss noch was überprüfen, ob ich wirklich alles gesehen habe, was der verkauft. Ob ich auf alles war. Ja, ich war auf alles. Okay. Weiß ich Bescheid. Mittlerweile kriege ich es ja immerhin schon mal gebacken, auf die richtige Seite zu schauen beim Einkaufen. Ich verwette mal meinen Arsch, dass dieses Tor auch zu ist, natürlich. Das Metallurgentor. Okay. Klingt ja aufregend. Sieht's hier aus? Kannst du da rein? Sehr schön. Aha. Wow. Das ist aber mal geräumig. Ich drücke die ganze Zeit Alt, dabei muss ich auch Y drücken. Ah, Orenz. Was ist hier? Noch mehr Money. Und da hinten wartet noch mehr. Leder, Orenz und Verbena. Sehr schön. Dann will ich auch nichts übersehen. Was war das? Leben und Tod der weißen Rose und Orenz. Aha. Das muss ich doch mal eben lesen. Leben und Tod der weißen Rose. Die weiße Rose von Sherawet haben eine tragische Geschichte. Vor über 200 Jahren war die Elfin Eliren mit der Elfenjugend in einen ungleichen Kampf gegen die Menschen gezogen. Dieser heldenhafte Aufstand konnte nur auf eine Weise enden. Die Rebellen starben für die Freiheit, für ihre Städte und für Erelin, bla bla bla, bla bla bla. Okay, also ist das irgendwie eine sagenhafte Rebellionsfigur der Elfen. Tja, brauchen die ja auch. Und wieder Orenz, ohne Ende. Das wollte der Junge mal wieder benutzen. Ah ja, wieder Money. Noch mehr Money. Noch mehr Money, das gefällt mir. Was gibt's hier? Money zur Abwechslung. Nochmal ein bisschen Geld. Ledertuch, Orenz, Alraunenwurzel. Tja, aber ansonsten scheint hier niemand zu wohnen. Zumindest niemand, der wichtig ist. Also können wir auch wieder gehen. Was mir gerade auffällt, meine Fresse, dieses Stahlschwert ist ganz schön riesig im Vergleich zu dem davor. Und durch die Rune jetzt auch schön groß, schön blau am Leuchten, meine ich. Ah, schau dir mal dieses Scheide an, das ist echt ganz schön breit. Naja. Gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, genau da lang. Warum steht ihr hier alle? Ein Hexer ist doch kein Mensch. Lässt du dich mit Zauberinnen ein? Interessant, ich doch. Fürwahr. Sieh an, sieh an. Geralt von Riva. Wer hätte das gedacht? Sei gegrüßt. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß, wer du bist.
Ich arbeite für die Vivaldi Bank und bin aus geschäftlichen Gründen hier. Ist Vivaldi wohl auf? Und wie? Kraft der mir verliehenen Vollmacht eröffne ich dir hiermit im Namen der Bank, dass du über einen unbegrenzten Kreditrahmen bei uns verfügst. Ich hätte gerne einen Kredit. In Ordnung. Leider verfüge ich gerade über keine nennenswerte Barschaft. Anbieten kann ich dir einen üblichen Kredit für jemanden, der einen höchst riskanten Beruf ausübt. Das ist ja geil. Also, wenn ihr euch dran erinnert, in Borussia 1 gab es einen Kerl namens Vivaldi, der ein Bankgeschäft betreibt, und dem habe ich so ziemlich aus der Patsche geholfen damals. Ob ich noch ein bisschen mehr rausholen kann? Vivaldi hat wohl nichts dagegen, wenn ich mir ein bisschen mehr leihe. Das ist praktisch alles, was ich habe. Na, ich komme schon zurecht. Oh Mann, dass man nie lesen kann, was ich jetzt bekommen habe. Aber bestimmt ein bisschen Geld. Und dagegen gibt es ja absolut nichts einzuwenden. Ja, nur Geld anscheinend. Alles klar. Herbert Flatko? Interessant. So viele Leute, mit denen ich reden kann, und keiner hat wirklich was Interessantes für mich. Das ist doof. Das hier ist verschlossen. Okay. Oh, schon wieder hier lauter. Wow. Wer hat dem Vogel Maische zu fressen gegeben? Was mache ich denn jetzt? Wo ist der nächste Händler? Vielleicht ist da in die Richtung schneller einer. Nein, ich sollte besser hier hoch zum Schmied gehen. Dann mache ich das doch mal glatt. Ja, ich weiß, das zieht sich ganz schön hin. Kann ich die Waffe ziehen? Bin ich dann schneller? Auch nicht. Nee, und abrollen geht auch nicht. Schade, die haben an alles gedacht. Ach was, ist ja nur ein kurzer Moment. Dabei fällt mir auf, ich habe hier das Schwert nur gezogen, ich habe es bisher noch nicht benutzt. Trotzdem sieht es so unten aus, als ob das so blutbesudelt wäre. Gut, es heißt die vergiftete Klinge von sonst was. Vielleicht will das das Gift darstellen, wenn ja, ist ja in Ordnung, aber sieht halt seltsam aus. Mit dem konnte ich noch nichts würfeln. Ich muss erst andere Leute zum Würfeln finden. Das ist hier ziemlich vertrackt mit denen. Würfel erst gegen den und dann würfeln wir. Das ist hier ziemlich abgefahren gemacht. Ziemlich aufwendig. So, wieder ein bisschen Geld gemacht. Nicht viel, aber man nimmt alles, was man kriegen kann. Okay. Dann geht es hier also weiter. Hier ist noch eine weitere Tür. Was gibt's da? Aha. Aha. Wow. Ist das die Mine? Eine Spitzhacke. Nee, aber eine Tür. Da gehe ich nochmal rein. Das habe ich von Weitem schon gesehen, diesen Zugang. Fummel an deiner Frau. Meine Fresse, ihr seid alles so höflich. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ich vertausche das gerade, ich bin mir gerade nicht sicher. Was gibt's denn hier? Ist das dieser kleine Lagerraum, in dem ich schon war? Genau. Okay, weiß ich Bescheid. Da ist also die Verbindung zwischen den zwei Teilen, wenn man eine Abkürzung sucht. Gut. Durch die Ladezeiten ist es aber schon fast wieder keine Abkürzung mehr, wie ich finde. So, hier geht's ganz schön weit runter. Ja, typisch zwergisch, so wie es sich gehört. Zaunrübe, Pechdraht, Orenz. Ja, hier gibt es schon noch einiges. Also, nichts verpassen. Gels mit Theoritenerz, sehr schön. Tuch nehme ich auch. Leder. Elementstein, Diamantstaub, endlich. Eisenerz, noch mehr Elementstein. Wow, ganz schön was drin. Leder und Öl, Amethyststaub, Diamantstaub, danke sehr, brauche ich jede Menge von. Schauen wir nochmal. Gibt's da hinten noch irgendwas? Noch mehr Leder. Nee, ich habe davon eigentlich schon genug langsam. Ja, man hat so viel Handwerkskram und kann nicht mal die Hälfte davon verbrauchen. Das ist schon echt zum Kotzen. Aha, wo bin ich jetzt? Irgendwo unten. War ich hier schon drin? Selbst wenn nicht, es ist eh verschlossen. Ah, da hinten geht's zur Schenke. Alles klar. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Schauen wir nochmal nach. Vielleicht ist das irgendwas Besonderes oder nur wieder so ein süßer, seltsamen Häuschen von denen. Solides Tuch. Oh, schön, das auch mal so direkt zu finden. Das Öl nehme ich gerne. Und Eisenerz gibt es hier auch. Das kann ich mir ja für später mal merken, falls ich mal unbedingt wieder Eisenerz brauche. Ach, warum haben die denn kein Banksystem wieder eingeführt? Wo man wieder
Sachen, die man gerade nicht braucht, ablegen kann für später. Ich fand das System toll. Dadurch war einfach dieses Platzproblem, ich sag mal, beherrschbar. Gut, damit ich mich nicht verlaufe, gehe ich wieder zurück dorthin, wo ich war und guck dann weiter, wo es lang geht. Ich werde hier Stück für Stück alles abgrasen und nicht irgendwie plötzlich was übersehen. Das ist ja alles ein wenig, nicht verwirrend, aber noch neu. Sag jetzt mal so. Oh, ich glaube, ich komme jetzt gerade Richtung Kriegsrat, oder? Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das Kastell der drei Väter. Okay. Nein, das Fernrohr wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, es ist doch ein bisschen was wert dafür, dass es nichts wiegt. Na, das passt schon. Jo, Tagchen. Ich dachte, das ist das Kastell der drei Väter und nicht der drei riesengroßen, fetten... was auch immer. Zwergendamen. Wenn alle Zwergendamen so aussehen, dann Postmahlzeit. Jo, Tag. Was? Was bist du? Ah, da geht's wieder runter zu wo wir schon waren. Ja, zu wo wir schon waren. Ich weiß, mein Deutsch ist wieder brillant. Gut, dann will ich mich hier unten noch ein wenig umschauen. Gut, da wäre ich da lang gegangen. Was geht denn bei euch? Fummel an deiner Frau rum. Ihr seid alle nicht sonderlich gesprächig. Mit den wenigsten von euch kann man wirklich was Ernsthaftes bequatschen. Was mich ein wenig wundert, da ich doch schon so viele Quests angenommen habe. Oh, ein Bastardschwert. Ist das wohl gut? Es ist schlecht, wiegt viel und ist nichts wert. Also ist es nicht gut. Da ist eine Kiste, ein Eisenreif und Orenz. Ob der Eisenreif wohl ein bisschen Geld bringt, schauen wir mal nach. Ja, nein, eigentlich lohnt sich das nicht. Für das Gewicht lohnt es sich nicht. Aber das direkte Geld, das lohnt sich immer. Wieder ganz viel Leder. Drauf geschissen. Wir gehen wieder raus. Ich weiß, sind momentan ein bisschen langweilige Parts, wo ich eigentlich nur rumlaufe und alles erkunde, aber so läuft das, Leute. Das kennt er ja. Das kennt er ja. Ich grüße dich. Was hier wird hier? Schon ist der Frieden vorbei. Brislav. Was? Du hast so einen wichtigen Namen. Ich dachte, mit dir können wir endlich mal reden. Sei gegrüßt. Nicht der Rede wert. Ihr seid alle echt so unwichtige Menschen. Das kann nicht sein. Muss doch irgendwo einen geben, mit dem ich noch reden kann. Was gibt es hier? Wieder ganz viel Müll. So viel, also viel Kram, den ich eh schon habe. Diese seltenen Dinger, die interessieren mich eher. Eben konnte ich das hier... Diamantstaub zum Beispiel. Diamantstaub brauche ich vor allem, um zum Beispiel Leder zu soliden Leder aufzuwerten, sag ich mal. Da ist ganz viel Schöllkraut, warum auch immer. Holzklötze, gerade die nerven mich ja richtig. Da ist mir aber gerade was eingefallen. Irgendwie finde ich bis jetzt keinen Verwendungszweck für die ganzen Holzklötze. Ich glaube, das ist alles schon vorbei. Deswegen ich jetzt einfach mal davon fast alle wegschmeiße. Ach, schmeiß einfach alle weg. Drauf geschissen, man fällt eh laufend Holz. Dann kann ich dafür andere Sachen eher aufheben. Das Tuch zum Beispiel. Tuch ist... also wirkt bisher nicht verkehrt. Da sind ganz viele Alchemie-Zutaten, die verbrauchen eh keinen Platz. Was finde ich geil daran? Immerhin eine Sache, die nichts an Platz verbraucht. Pechdraht und Öl. Mhm. Obwohl ich langsam mit dem Pechdraht auch mal aufhören sollte. Ich habe da mittlerweile, glaube ich, 80 Stück oder so. So viel werde ich wohl nie verbrauchen. Tippe ich einfach mal. Mag ja sein, dass ich bald irgendwie davon 130 brauche, weiß der Teufel. Aber... Das Gesicht fahl, die Lippen schwarz, hob sie die Hand und zeigte mit dem Finger. Ja, dir auch einen schönen Tag. Oho, der Hexer. Elendes Hey, Arsch. Mal freundlicher bleiben hier. Ah, ein Fachkollege. Hm? Ich bin Urtan, Rattenfänger. Bei mir gibt's allerlei Fallen, für Mäuse und für Trolle. Hexer kriegen Rabatt. Wie oft triffst du denn Hexer, dass du Rabatt geben kannst? Aber ich beschwer mich nicht. Ja, gegen den hier kann ich würfeln. Ich muss ja hier ein bisschen meinen Ruf verbessern. Zack. Was habe ich denn? Das sieht man immer hier gar nicht. Ich muss immer erst warten, bis ich das mal sehen darf. Danke. Ja, zwei Dreien habe ich. Ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber... Ich erhöhe immer. Also, wenn, dann will man ja auch alles gewinnen. Habe ich noch eine 3 bekommen? Ah, zwei Sechsen habe ich sogar gewürfelt. Das ist gut. Gewonnen. Die Göttin möge über dich wachen. Und was kann man bei dir kaufen, mein Freund? Ja, wie man erwartet hat, lauter Sachen für, ja, Fallen und so.
Stinkbombe, roter Nebel, setzt psychoaktives Gas frei. Aha. Dann eine Leuchtbombe. Blaues Meteoritenerz selbst herstellen. Aha, und dazu muss man Runen verballern. Wie scheiße ist das denn? Raserei. Gegner bekämpfen sich gegenseitig. Ja, nicht ganz so mein Stil. Nee, passt schon. Aber danke. Oho, der Hex. Kann ich da rein? Nein, sieht nicht so aus. Dann gibt's hier noch ein Häuschen. Ich weiß, die Zeit ist schon mehr oder weniger abgelaufen, aber... Wir haben's doch. Wir haben noch die Zeit. Alle Zeit der Welt, wollte ich gerade eigentlich sagen. Ein Steinmedaillon. Hoffentlich ist es ein wenig wert. Und wieder Meteoritenerz ohne Ende. Warum finde ich das die ganze Zeit? Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen sehr. Leder, Holzklotz, Tuch. Ja. Wer bist du? Gerwand? Elendes Na, Aas. Danke. Da denke ich, du bist bestimmt cool. Er war nicht cool. Da habe ich mich wieder mal getäuscht. Und komme ich jetzt hier wieder zu dieser hässlichen, ollen Statue zurück? Ich glaube schon. So. Dann, glaube ich, werden wir nächstes Mal dem Kriegsrat beiwohnen. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Witcher 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.